Hi Leute, wie ich in meinem letzten Video über Trauma und Non-Dualität schon angekündigt habe, wollte ich gerne nochmal über subtile Therapieabwertung im Satsang sprechen. Ich nenne das mal so, subtile Therapieabwertung, das trifft es für mich am ehesten. Was ich aber vorher noch kurz erwähnen wollte, weil ich das nämlich in meinem Video vergessen habe zu sagen und eigentlich halte ich das für einen wichtigen Punkt, ist, dass wenn wir über traumatisierte Menschen sprechen, dass es auch vorkommen kann, und ich glaube, das passiert sehr, sehr häufig, davon war ich selber auch betroffen, dass man traumatisiert ist, aber gar nicht weiß, dass man traumatisiert ist. Und dass es eben dann auch nicht so ist, dass man konstant unter Symptomen leidet, sondern dass es eher immer so, ja, Trigger gibt, die irgendwas auslösen, oder dass es in so Peaks kommt und man aber eigentlich gar nicht so wirklich weiß, dass man traumatisiert ist. Insofern finde ich es auch schwierig zu sagen, also wenn diese Non-Duality-Leute dann davon reden, so, naja, das ist ja jetzt keine Message hier für Traumatisierte, aber wenn die Traumatisierten quasi gar nicht selber wissen, dass sie traumatisiert sind, dann ist es eben auch wieder schwierig für diese Leute quasi diese Treffen zu meiden. Und es ist auch die Frage so, inwieweit, wie sehr muss man traumatisiert sein, dass es irgendwie dann nicht mehr angebracht ist? Wie groß muss das Leiden sein? Und ich sehe halt das große Problem, dass Leute, die, also abgesehen jetzt von den Traumatisierten, die wissen, dass sie traumatisiert sind und konstant irgendwie Probleme haben und so weiter und so fort, die Leute, die traumatisiert sind, aber nicht wissen, dass sie traumatisiert sind, auch die werden halt massiv angezogen von diesen Begrifflichkeiten wie so Erlösung, Befreiung, Frieden, all das, was da so proklamiert wird. Und dann sitzen sie da und suchen halt diese Erlösung oder Befreiung und bräuchten eigentlich vernünftige Therapie. Und ein Grund, weshalb sie, ein Mitgrund, weshalb sie vielleicht keine Therapie aufsuchen, ist eben auch diese subtile Therapieabwertung, die da im Satsang passiert. Und darüber möchte ich jetzt gerne reden. Und was ich vorher wichtig finde zu sagen ist, das kann nämlich jetzt wirken wie eine Verallgemeinerung. Ich weiß nicht von jedem Satsang-Lehrer oder Non-Duality-Speaker auf dieser Erde, wie der mit dem Thema Therapie umgeht. Deswegen, ich will das nicht verallgemeinern. Ich will nicht sagen, das ist immer so. Das ist nur ein starker Eindruck, den ich habe von manchen Dingen, die ich gesehen habe und die ich eben auch selber erlebt habe und die meiner Ansicht nach innerhalb von diesem Konzept von Non-Duality auch Sinn machen. Aber ich möchte das jetzt nicht allen Lehrern überstülpen, nur damit ich das klargestellt habe. Wir machen das so wie in dem letzten Video. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Ausschnitte und wir analysieren das mal durch und gucken uns mal an, was da so passiert. Ein Kernbewusstsein. Das braucht weder spirituelle Unterweisung noch Therapie noch sonst irgendwas. Das ist immer jetzt hier. Und es war schon immer auch deins. Und ist es jetzt und wird es auch immer sein. Und da wird es halt schon problematisch, weil das, worauf es hinausläuft, ist ja das Kernbewusstsein, was du eigentlich bist, das, was du in Wirklichkeit bist. Das braucht halt keine Therapie. Das ist halt schon heil. Insofern ist dann für denjenigen, der dazuhört, eventuell die Frage so, okay, wozu sollte ich in Therapie gehen, wenn doch das, was ich in Wirklichkeit bin, schon heil ist und das alles schon in mir ist? Dann muss ich ja nur das quasi erkennen. Ich meine, das ist ja viel einfacher. Warum soll ich mich dann mit dieser Person, die ich eben in Wirklichkeit nicht bin, warum soll ich mich damit befassen, wenn doch das, was ich eigentlich bin, eben schon heil ist und ich das quasi einfach nur erkennen muss. Und es war halt auch schon immer jetzt hier. Das heißt, es ist quasi jederzeit verfügbar, jederzeit. Man muss nur diesen einen Moment kriegen, um darauf zugreifen zu können, auf seine wahre Natur oder sich zu verbinden mit seiner wahren Natur oder das zu erkennen. Das kann jederzeit, in jeder Sekunde passieren, weil es die ganze Zeit da ist. Also ist es einfach viel, ist es viel verlockender, dahin zu wollen, als sich eben mit dieser scheinbar illusionären Person in Therapie zu beschäftigen. Wir können einen Traum mit einem anderen Traum ersetzen. Wir können einen schlechten Traum im besseren ersetzen. Hypnotherapie arbeitet so. Und das ist ja das Ding. Wir wollen ja dann nicht mehr träumen. Wir haben ja da schon gehört, so, okay, es gibt halt diesen Traum, diese Illusion und es gibt die Realität, das, was du in Wirklichkeit bist, das, wo die Befreiung ist und so weiter. Ich meine ganz ehrlich, wer entscheidet sich dann für so, naja, ja, ich will halt einfach so einen schöneren Traum haben? Das macht man ja nicht.
Weil man will doch dann die Realität sehen, da wo die Befreiung liegt und das, was wirklich wahr ist. Man will sich doch dann nicht freiwillig wieder in den Traum begeben, auch wenn der vielleicht ein bisschen schöner ist. Weiter geht's mit einem Kevin, vorher noch nie gesehen, aber den Ausschnitt fand ich sehr bezeichnend, also da gucken wir jetzt mal rein. Interessanterweise, es hört auch immer wieder in dieser Stille auf, es hört immer wieder an dieser Stille auf und es wird dann auch jedes Mal gesehen, ich bin hier ganz alleine, also ich bin das hier, die können alle weggehen, wer soll denn da weggehen? Ich bin doch das hier, ich kann gar nicht verlassen werden. Aber weißt du, wie oft das schon war? Und Das ist dann, das ist doch bitte. wunderbar, ne? Und bist du bereit, dass das immer wieder, also dass das, Nein. ja oder nein? Ja, ich habe schon gedacht, ich brauche jetzt einen SE-Therapeuten und sowas alles. Kurz eingeworfen, was sie meint, SE ist Somatic Experiencing. Das ist eine bestimmte Form der Traumatherapie, für die, die es nicht wissen. Aber ich kann noch mal ein bisschen dranbleiben, weil das ist ja auch ganz schön teuer, ne, diese Therapien da. Natürlich, ne? Und wenn du das siehst, dass wenn du einen Zugang hast zu dieser Stille, ja, welcher Zugang auch immer das ist, selbst wenn es ein externer Zugang ist, indem man einfach ein YouTube-Video anschaltet und Satsang sich anschaut oder was auch immer halt, ne? Wenn du einen Zugang hast zu dieser Stille. Und da passiert genau dieses Ding. Sie sagt, na ja, so ein Therapeut ist ja auch ganz schön teuer. Ist richtig, weil das ist wirklich von der Krankenkasse finanziert. Und ja, sie kann ja auch noch erstmal hier so an der Stille, an dieser Sache mit der Stille dranbleiben. Und er ermutigt sie halt. Er ist so, ja, mach das erstmal. Das ist eine gute Sache. Und wenn du, also egal, wie du dann in diese Stille kommst, auch wenn du dir die ganze Zeit irgendwelche Satsang-Videos reinziehst, wenn es extern ist, so, dann kannst du das auch machen. Das ist eine gute Sache. Also, ich finde nicht, dass er sie ermutigt, jetzt vielleicht sich eventuell therapeutische Unterstützung zu holen, sondern eigentlich ermutigt er sie in der Annahme, dass, naja, Therapie ist so teuer, ich kann ja auch erstmal einfach mit diesem Stille-Ding weitermachen. Und das bringt mich dann vielleicht ja schon zum Ziel, nämlich zur Befreiung von dem Leiden, in dem sie scheinbar steckt, weil sonst würde sie sich nicht darüber Gedanken machen, ob sie vielleicht einen SE-Therapeuten bräuchte. Da ist es dann leichter, präsent zu sein mit diesen Gefühlen, ne? Und da geht es dann auch wieder darum, so das Einzige, worum es geht, ist präsent zu sein mit seinen Gefühlen. Das ist eigentlich die Lösung für alles. Das muss man hinkriegen. Wenn man das hingekriegt hat, dann wird schon alles gut werden. Aber häufig ist es eben für Menschen, die leiden, nicht so einfach mit seinen Gefühlen präsent zu sein. Und dann reicht es eben auch nicht, sich Satsangs anzugucken, weil Satsangs sind meiner Ansicht nach eher wie eine Art von Ablenkung von seinen Gefühlen. So habe ich, also so würde ich das im Nachhinein für mich analysieren, dass dieses ganze Konsumieren von Satsang-Videos mich eigentlich davon abgelenkt hat, mich mit meinen Themen zu beschäftigen und quasi mich immer in diese, ja, in diese Stille geholt hat. Und das war immer toll und schön. Aber dadurch haben sich die Themen halt nicht aufgelöst und dadurch bin ich auch nicht näher rangekommen, das wirklich zu fühlen. Also um das wirklich zu fühlen, braucht es meiner Ansicht nach für die meisten Menschen einfach was anderes als das. Dann gehen wir mal weiter zu Mario Hirt. Wir sind ja hier nicht in irgendeiner, wie soll ich sagen, Selbsthilfegruppe oder bei irgendeiner Therapiegruppe, sondern hier geht es um Satsang. Und das klingt halt schon, alleine das klingt schon so abwertend von der Wortwahl. Echt, das ist so. Ich weiß nicht, schreibt mir bitte, wie ihr das empfindet, aber dieses Ganze so, naja, wir sind hier ja nicht in so einer Selbsthilfegruppe. Nein, wir sind hier im Satsang. Das ist der Real Shit hier, der Satsang. Also so fühlt sich das für mich an, von dem Vibe, der so rüberkommt von Mario Hürth. Und Satsang heißt ja nun schon relativ klar und eindeutig, ja, herzlich willkommen. Wir gehen ein paar Bilder an, sehr schön. Ja, ging bei mir Heißt ja so. nun eindeutig, so nach dem Motto, Butter bei die Fische, nicht mehr verstecken, sich so zeigen, wie man ist, in dem Wissen, dass man sowieso gespielt wird. Dass Sich so zeigen, wie man ist, in dem Wissen, dass man sowieso gespielt wird und so hier Butter bei die Fische und bla. Nee, ganz ehrlich, also für mich geht es darum, nicht im Satsang sich zu zeigen, wie man ist. Also das würde ja bedeuten, und das ist genau das Problem, dass es häufig so wirkt, als ginge es um Authentizität. Aber letztendlich, wenn man gerade bei so Leuten wie Mario Hirt das halt mal zu Ende denkt, dann ist da niemand mehr, der authentisch sein könnte. Dann könnte man sagen, so ja, Authentizität ist das, was geschieht.
sich nicht mehr verstecken, ist das, was geschieht und so. Aber letztendlich, was die Leute ja wollen dort, die meisten, ist halt authentisch sein, sein, sich als ich erleben, was sich authentisch fühlt. Und darum geht's da eben nicht. Deswegen betont er ja auch so, naja, zu sehen, dass es sich halt selber spielt oder wie er das gerade gesagt hat. Also das, da ist dann keine Person mehr, die authentisch ist. Und das macht es eigentlich so ein bisschen tragisch wieder, weil was die Leute wollen, ist gern authentisch sein. Aber was sie da kriegen, ist, okay, du erkennst, dass du halt ein Bioroboter bist, der einfach nur das ist, was er halt ist und eigentlich wohnt da niemand und so weiter und so fort. Aber das wird eben als wertvoller dargestellt als Therapie, weil wir sind ja nicht hier in so einer Selbsthilfegruppe. Hier geht es ja um Butter bei die Fische und so. Wie gesagt, das ist jetzt, das interpretiere ich da rein. Das hat er so nicht gesagt. Aber das ist das, was ich der Wortwahl und der ganzen Betonung und so weiter entnehme. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das empfindet. Dass man ja sowieso nichts falsch machen kann. Und wo man auch sowieso nichts falsch machen kann, das ist auch wieder so ein Ding. Ich meine, wir alle wollen diesen Raum, wo wir nichts mehr falsch machen können. Wir als Personen. Und gerade, ich muss nochmal auf diesem Traumathema oder psychisch angeschlagene Leute-Thema irgendwie rumreiten, weil es so wichtig ist, finde ich, in dem Zusammenhang. Weil häufig sind Menschen, die irgendwelche Störungen haben, fasse ich es mal so zusammen, haben das Problem, dass sie das Gefühl haben, ständig falsch zu sein. Und wenn ihnen der Raum geboten wird, endlich mal nicht mehr falsch sein zu können, dass alles irgendwie richtig ist, alles erlaubt ist, bla bla bla, das ist halt total toll. Das ist total toll. Und dann denkt man sich so, ja, da will ich sein. Und diese Befreiung will ich auch, dass ich immer das Gefühl habe, dass nichts mehr falsch ist. Dass man aber sich selber dabei abschaffen soll, merkt man erst mal gar nicht. Und so rutscht man halt dann da rein. Und dann ist man auch schon in dieser Spirale, dass man denkt so, naja, Therapie. Ach, Therapie. Das ist ja nur für diese scheinbare Person. Also da ich ja rein rechtlich in dieser Show als Heilpraktiker für Psychotherapie tätig bin, gibt es sowohl das Thema Therapie mit allen möglichen Varianten, mit allen möglichen Angeboten, als auch das Thema Satsang, weil der Übergang ist manchmal fließend. Also in dem Moment, wo jemand selbst mit einer höchst traumatischen Vergangenheit schon mal den Begriff Satsang, Erleuchtung, Advaita, Non-Duality, was auch immer gehört hat und schon mal so ein bisschen da reingerochen hat, so nach dem Motto, wer oder was ist ich eigentlich, für den kann das Sinn machen, beides gleichzeitig zu machen. Und ganz ehrlich, da verkauft er doch traumatisierten Leuten, die halt eventuell schon mal in Kontakt waren mit Satsang, verkauft er da doch sein Satsang-Konzept. Also das, was ich in dem letzten Video angesprochen habe, was da scheinbar unter Radical Non-Duality Teachern, wie er auch einer ist, dass sie sich ja einig sind, dass traumatisierte Leute da nichts zu suchen haben. Das Interessante ist auch, dass ich im Austausch mit non-dualen Sprechern und insbesondere denen, das wird vielleicht viele wundern, aber gerade und insbesondere die aus der Radical Non-Duality Fraktion, dass die mit mir darüber zu 90%, wenn nicht sogar zu 100%, darin übereinstimmen, dass für jemanden, der schwerwiegend destabilisiert ist, darüber sprechen wir gleich, der schwerwiegende psychologische Probleme hat, dass für den eigentlich solche non-dualen Talks, insbesondere vielleicht sogar non-duale Talks, ob das für die Menschen so gut ist, ne? Eher nicht. Also irgendwie haben sie ja scheinbar da schon was zu suchen, wenn sie irgendwie schon mal Kontakt damit hatten und sich diese Frage gestellt haben, wer bin ich und was auch immer, dann ist vielleicht doch ganz gut, wenn sie weiter in die Richtung gehen. Vielleicht aber auch nicht. Und ich frage mich, ob jemand wie Mario Hürth das wirklich beurteilen kann. Weil für ihn ist das ja alles eh nur eine Show, die sich selber spielt. Einen Hut zu packen, weil es ist durchaus machbar. Ich erlebe es immer wieder mit Gesprächen, wenn Leute hierher kommen, die eigentlich wegen therapeutischen Geschichten kommen und zum Schluss weglaufen. Also nicht weglaufen, sondern wieder weggehen und auf der Suche danach sind, wer eigentlich leidet. Ja, das wundert mich nicht, dass sowas passiert, weil er weist die Leute ja auch darauf hin. Also ich glaube, ich kann das nicht beweisen, ne? Das ist jetzt einfach nur so eine
Mutmaßung von mir, dass wenn Leute bei ihm da in seiner Heilpraktika-Psychotherapie-Therapie sitzen und die haben irgendwie irgendwas an denen ist da, wo Mario Hirt das Gefühl hat, oh, die haben sich schon mal diese Frage gestellt, wer bin ich? Oder oh, die haben schon mal einen Satz angeguckt, dann kann ich ja jetzt meine Non-Dual-Therapie hier bei denen anwenden. Und das, es ist kein Wunder, dass diese Leute sich dann mit der Zeit mehr für die Frage, wer bin ich, interessieren als für klassische Therapie, weil es eben auch als der bessere Weg verkauft wird, nämlich der Weg zur Wahrheit. Und jeder möchte lieber zur Wahrheit gehen, als in der Illusion leben und da leiden. Weil das ist ja auch immer wieder das Ding. Wenn du in der Illusion lebst, dann leidest du. Und das hatten wir ja schon in dem Gespräch zwischen ihm und der Katharina, wo er ihr klar gesagt hat, so okay, wenn du weiter leiden willst, dann verlasse dieses Gespräch. Also wenn man nicht mehr leiden will, dann sollte man auch genau diesen Weg gehen. Und wenn man diesen Weg nicht geht, entscheidet man sich fürs Leiden. Und ich weiß nicht, wie er seine Heilpraktika-Psychotherapie-Sitzungen für einen besseren Traum führt. Ich weiß es nicht. Nee, ich will mich dazu auch nicht äußern. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Konzept der Non-Dual-Therapie eventuell auch nach hinten losgehen könnte. Nur der so normaler Verstand hat gerne Ablenkung. Der will gerne Action, der will gerne was tun. Der will gerne, keine Ahnung, ne, Therapie machen und hier und da und noch was und noch was und noch was. Eigentlich braucht es nur diese Frage, wer bin ich, wo fühle ich mich, wo ist ich? Da haben wir es halt schon wieder so. Naja, der normale Verstand, der will ja Ablenkung und so weiter. Der will Therapie machen, dieser normale Verstand. Aber eigentlich geht es ja um die Frage, wer bin ich? Das ist die Frage, der man irgendwie folgen sollte und wo man hingehen sollte und die einen zur Wahrheit führt und so weiter und dann aus dem Leiden rausführt. Bla. Also, für mich ganz ehrlich, für mich ist es definitiv eine Abwertung von Therapie. Auch wenn nicht gesagt wird, so, mach keine Therapie, so wird es ja nicht gesagt. Aber die Ausdrucksweise kommuniziert für mich sehr deutlich, dass eigentlich Therapie für die Loser ist. Für die, die halt noch an dieser Person festhalten wollen und nicht bereit sind, in die Wahrheit zu gehen, wo aber eigentlich die wahre Befreiung liegt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Da bin ich noch über so ein Thomas Herz gestolpert. Auch keine Ahnung, wer das ist. Bei JetzTV treiben sich ja voll die Leute rum. Das wusste ich auch noch nicht. Aber der hat Folgendes gesagt. Aus dem Verstand sucht man sich sowas wie Vorbilder und so möchte ich sein. Und ne, also man hat ein Ziel, man möchte irgendwie dahin kommen. Man möchte irgendwie, man stellt sich vor, wie wäre die Person, wenn ich so und so wäre und wie kann ich dahin kommen. Also da ist immer so ein gezieltes, ja, nicht immer. Also in Therapie oder sonst wie in Psychotherapie geht es ja auch manchmal um Vergangenheitsbearbeitung. Aber auch Vergangenheitsbearbeitung ist auch so. Es gibt keine Vergangenheit. Das ist so absurd irgendwie. Ja, in der Therapie geht es ja auch um die Vergangenheitsbearbeitung und so, ne? Aber eigentlich, es gibt ja gar keine Vergangenheit. Das ist ja die Wahrheit. Es gibt eigentlich gar keine Vergangenheit. Ich meine, ich bitte euch. Und auch dieses Ganze, ja, der Verstand, der braucht ja Vorbilder und der will irgendwo hinkommen und so. Und dann beschäftigt man sich mit der Vergangenheit, die aber eigentlich ja gar nicht existiert und so. Das ist halt alles so Traumgeblubber. Das ist alles so Traumblabla. Aber ich meine, da kommen wir wieder zum Anfang oder wo ich immer wieder eigentlich, ich glaube, das ist der Punkt. Stell die Leute vor die Wahl. So Matrix-mäßig, ne? Willst du weiter träumen und leiden? Träumen und leiden oder in die Wahrheit und die Befreiung? Ich meine, ganz ehrlich, wofür entscheiden sich die Leute denn dann? Es gibt sicher sowas wie verdrängte Gefühle, die aus meiner Sicht empfinde ich das so, dass die in den Zellen irgendwie gespeichert sind und noch erlebt werden wollen und die dann eben aufbrechen, weil niemand mehr die unten hält. Aber da gibt es kein gezieltes Lenken. Man bewegt sich immer mehr zu sich selbst hin, man wird immer authentischer. Und da hat er natürlich recht, dass das in den Zellen gespeichert ist. Ich übersetze es jetzt mal so, ich weiß nicht, wie das biologisch funktioniert. Dazu bin ich nicht deep genug in dem Thema drin, aber ne, gewissermaßen, es ist halt im Körper gespeichert, all diese Sachen. Und ja, es geht dann hin zu mehr Authentizität, aber eventuell braucht es Therapie, um mehr zu dieser Authentizität zu kommen und nicht im Satsang rumsitzen. Aber es wird so dargestellt, als würde irgendwie dieses
was da ja häufig kommuniziert wird, das Fühlen der Gefühle oder Sein mit dem, was ist, oder in die Stille kommen, was auch immer, als würde das automatisch dazu führen, dass man eben dann authentischer ist und mehr man selbst ist und so weiter und so fort. Aber ich meine, wo sind die Belege dafür, bitte? Wo? Ich habe noch keine gesehen. Und teilweise auch immer noch ruhiger. Teilweise. Also wenn Gefühle erlebt werden, können die sehr intensiv sein, egal ob das positive oder negative sind. Also viel intensiver als jemals vorher. Aber dieser innere Frieden ist von nichts unterbrochen, also auch von keinem Empfindungen von negativen oder positiven Empfindungen. Und dann wird halt wieder darüber gesprochen, wie es dann nach der Erleuchtung ist. Nämlich der innere Frieden wird von nichts mehr unterbrochen. Also es taucht alles noch auf, aber irgendwie ist man in diesem inneren Frieden, in dem man vorher nicht war, und der ist halt dann von nichts unterbrochen. Oder man ist in dem inneren Frieden, den man halt noch nicht erkannt hatte vorher, dass man das wirklich ist und so weiter. Und das ist, der ist quasi konstant. Und ich meine, was ist das für ein geiles Versprechen? Das ist doch toll. Warum zum Teufel soll ich dann noch in Therapie gehen? Wenn ich dort den inneren, stabilen Frieden erlangen kann und dann mit allem sein kann, was ist, selbst wenn es noch intensiver ist als vorher? Jetzt gehen wir weiter zu Andreas Nothing. Der ist ja wirklich mein Lieblingskandidat im Bereich irgendwie Trauma, psychische Probleme, Auflösung davon und so weiter. Er weiß, wie es läuft. Und das ist mal wieder so ein schöner Ausschnitt von ihm. Das heißt, die Antworten, die wir normalerweise mit Methoden, mit Therapie, mit Analyse versuchen zuvor zu verstehen, liegt in dem puren Gefühl drinnen. Ich brauche mich nur um das Gefühl kümmern und bekomme alle Antworten des Lebens. Ich muss mich nur um das pure Gefühl kümmern und bekomme alle Antworten des Lebens. Ja, geil. Und das ist halt auch wieder dieses Ding. So, naja, das, was die da versuchen mit der Therapie und so. Aber eigentlich müssen wir uns nur um dieses pure Gefühl kümmern. Und dann kriege ich alle Antworten. Ganz ehrlich, wo ist da... Warum sollte ich mich dann noch in Therapie begeben? Warum sollte ich das, wenn jemand wie Andreas mir verspricht, dass es doch nur um das Gefühl geht? Das muss ich fühlen. Und das kann ich bei ihm ja auch lernen, wunderbar, für viel Geld kann ich das lernen, wie man das macht. Ganz ehrlich, also für mich ist das ganz, ganz klar eine Abwertung von klassischem therapeutischen Verfahren und eine Aufwertung von dem, was er da anbietet. Ja, wahrscheinlich alles, was nötig ist. Aber eben die detaillierten Geschichten sind nicht nötig. Ne? Ganz genau. Das, was wirklich notwendig ist, das, was für unseren Prozess notwendig ist, das wird aus dem Gefühl herausgeschürft. Und dann heißt es halt wieder, naja, die detaillierten Geschichten, wo man weiß ja, okay, in der Therapie, egal welche Therapie man macht, geht es teilweise, je nachdem, aber teilweise mehr oder weniger um detaillierte Geschichten. Darum geht es halt. Und dann sagt er so, naja, das ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig, es geht nur um das reine Gefühl und so. Das ist nicht sonderlich aufbauend oder ermutigend, sich eine Therapie zu suchen. Wir können natürlich die anderen Methoden, Traumatherapie, darüber sprechen, Gespräche führen, das ist alles wunderbar. Es dient aber einzig und allein darum, dass wir lernen, mit dieser Energie besser umgehen zu können. Wir lösen sozusagen zuvor mit Gesprächen, mit Methoden diese Energie, dass wir dann wirklich diese Energie fühlen können. Wenn wir es aber schaffen, diese große Potenz jetzt schon anzuschauen, wirklich den Fokus oben zu halten, immer wieder reinzugehen, brauchen wir all das andere nicht. Ja, und dann sind wir halt wieder an dem Punkt, so von wegen, ja, Therapie, das ist ja alles wundervoll, kann man alles machen, ist alles großartig. Und das machen die sehr häufig so, dass sie gleichzeitig sagen, so, ja, Therapie ist alles toll. Aber, letztendlich braucht man es halt nicht. Wenn man schon so an den Punkt kommen kann, jetzt im Falle von Andreas Nothing, seine Gefühle einfach so wirklich vollkommen zu fühlen, dann braucht man auch den ganzen Quark nicht und die jahrelange Beschäftigung damit. Dann kann man das auch einfach lassen, weil letztendlich geht es halt darum. Letztendlich geht es um das, was er da verkauft, nämlich das reine Fühlen des Gefühls. Und damit wird halt wieder die ganze Therapiemethodik kleingeredet.
So, ja, ist ja auch gut, aber naja, das, was ich hier für euch habe, ist halt viel besser. Und ich weiß nicht, ob sich dann Leute, die ihm zuhören, wirklich ermutigt fühlen, in Therapie zu gehen. Ob die dann denken, so, ja, ja, das ist gut, das ist eine gute Entscheidung für mich. Ich glaube, sie würden dann eher denken, hey, der Pfad von Andreas, dann kann ich mir das alles ersparen. Wenn ich schaffe, einfach pur dieses Gefühl zu fühlen, vielleicht schaffe ich das, wenn ich einen Kurs bei Andreas buche. Dann wird es alles gut. Und ich meine, vielleicht haben sie dann 20 Kurse bei Andreas gebucht, haben es immer noch nicht geschafft und gehen dann in Therapie, was weiß ich. Aber es ist, für mich ist das eine Verzögerung von einem Prozess, weil ich meine, ich will das ja auch nicht komplett kleinreden. Es geht ja schon darum, dass wir sein können mit unseren Gefühlen, dass wir unsere Gefühle erleben können und zulassen können. Das ist eine tolle Qualität, wenn wir das können. Das ist großartig. Nur häufig brauchen wir dann auch ein detailliertes Betrachten unserer Geschichte. Das, was er ja letztendlich irgendwie auch sagt, aber dann trotzdem sagt so, aber es kann ja auch schneller gehen. Es kann ja auch schneller gehen. Aber für die meisten Leute geht es nicht schneller. Für sehr viele geht es nicht schneller. Wenn dem so wäre, wäre der Erdball überflutet von Erwachten, die alle sagen würden, so ja, wegen Andreas nothing und ich habe einfach meine Gefühle gefühlt und dann war das alles klar und bla bla bla. Aber so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Die sitzen ja dann bei ihm, weiß ich nicht wie viele Jahre, und fühlen ihre Gefühle oder versuchen es und kommen da nicht ran, weil sie halt eigentlich was anderes bräuchten und vielleicht eine detaillierte Beschäftigung mit ihrer Geschichte. Und mir kommt es nicht so vor, als wäre das gleichwertig. Es kommt mir vor, als wäre das so, naja, den Schritt könnte man halt auch überspringen, wenn man denn dann direkt seine Gefühle fühlen könnte. Und dann kann man ja auch diesen 30-Euro Kurs da bei Andreas buchen, wo man dann in der Gruppe online mit ihm zusammensitzt und einfach mal so seine Gefühle fühlt, das reicht dann vielleicht auch aus. Naja. Dann jetzt kurz noch ein Überschwenk zu Dirk Hessel, ihr Lieblichen. Der hat nämlich auch noch was zu dem Thema zu sagen, das fand ich sehr bezeichnend. Und damit meine ich auch zum Beispiel, sich Hilfe zu holen, weltliche Psychologie oder also Therapien auch tatsächlich. Das ist alles, es ist nicht, was nicht göttlich ist, es ist nicht, was nicht das heilige Sein ist. Und wenn, das will ich gar nicht jetzt unbedingt so in die Runde empfehlen, aber es gibt alle möglichen Sachen, um praktisch emotionale Schieflagen oder zu viel Stress auch mit diesen Methoden zusätzlich zu einem spirituellen Weg in Gleichklang zu bekommen. Ne? Also macht er nicht so einen Stress damit. Und zuerst macht er da jetzt auch wieder dieses schöne Ding von wegen so, ja, Therapie ist ja alles schön und gut und macht es ruhig und so weiter und so fort. Und das klingt erstmal so inkludierend und so schön. Und dann sagt er aber noch Folgendes. Beziehungsweise, ich glaube, das hat er vorher gesagt in diesem 2,5-Stunden-Talk, den er da gegeben hat. Ich glaube, das war vorher. Ich kriege die Reihenfolge nicht mehr so zurecht. Ist aber nicht so relevant. Auf jeden Fall hat er dann noch Folgendes gesagt. Wie nennt man das? Attribute, Merkmale, Eigenschaften, Charaktereigenschaften dieser speziellen Welle. Sie liebt, also diese Welle liebt seltsamerweise, sagt es aber keinem weiter, Softeis, oh Gott, Kaffee, aber auch ein bisschen Sport. Das bleibt erhalten. Aber, oder nicht aber, und. Das Gute daran ist, das ist total cool, weil eine geistige Gesundung einsetzt, was auch immer das ist, fallen so neurotische Sachen zum Beispiel weg. Also praktisch störende Muster, die nicht dem Ganzen hilfreich sind, die entfallen. Wirklich, das fällt weg. Es geschieht eine geistige Gesundung und trotzdem bleibt das, was du liebst, vollkommen vorhanden oder noch besser, es kommt sogar noch mit voller Kraft, mehr kann das so gelebt werden. Und da haben wir es halt wieder. Ich meine, wie geil ist das denn? Man hat das Erwachen und dann tritt geistige Gesundung ein. Geistige Gesundung. Und alles bleibt aber gleich, die ganzen geilen Sachen, alles bleibt gleich. Nur der Scheiß fällt weg. Ich meine, Hammer. Cool. So, wer bitte? Wer? Entscheidet sich dann noch für den therapeutischen Weg, selbst wenn Dirk Hessel gesagt hat, naja, Therapie ist ja auch ein wundervolles Tool, das kann man ja auch machen. Aber ich meine, wenn ich doch weiß, so, cool, ich muss nur meine Identifikation durchschauen und dann fallen all meine Neurosen weg und dann tritt geistige Gesundung ein und dann wird alles sein wie jetzt, nur cooler. Ich meine, ganz ehrlich, dann folge ich doch lieber Dirk Hessel, als mich in diesen Therapieweg zu begeben. Und dazu kommt ja, dass wir heutzutage ein großes Problem haben mit
Therapie. Insofern, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist, überhaupt einen Therapieplatz zu kriegen und so weiter. Also der ganze Aufriss, der damit verbunden ist, warum sollte ich das denn dann machen, wenn ich einfach nur die Identifikation durchschauen muss, was ja scheinbar bei Dirk Hessel geschehen ist, so wie ich das verstanden habe. Er hat seine Identifikation durchschaut und hat dann gesehen, dass er nur der Dirk-Typ ist, beziehungsweise Dirk-Typ findet hier statt und so. Ja, und dann alle Neurosen weg, geistige Gesundung. Geil! Was will man mehr? Weil nicht mehr die Hälfte der Lebensenergie darauf verwendet wird, negative Gedanken zu denken oder sich mit irgendeinem Kram noch zu beschäftigen und mit der Vergangenheit. Ja, und auch so, wenn das Erwachen eingetreten ist, dann sind ja auch die negativen Gedanken weg, mit denen beschäftigt man sich dann nicht mehr. Und auch mit der Vergangenheit, die ja eh nicht real ist, mit der beschäftigt man sich dann auch nicht mehr. Insofern, warum sollte ich in eine Therapie gehen, wo es vielleicht auch um meine Vergangenheit geht, wenn ich einen Weg haben kann, wo ich mich dann mit meiner Vergangenheit überhaupt nicht mehr beschäftigen muss? Es ist so viel einfacher. es ist die viel einfachere Lösung. Warum sollte ich in die verfluchte Therapie gehen? Ja, ich glaube, das reicht auch an Ausschnitten. Ich hätte jetzt noch länger suchen können, ich hätte noch mehr raussuchen können wahrscheinlich, aber das ist erstmal genug für mich, um euch einen Eindruck zu geben davon, warum ich denke, dass dort subtile Therapieabwertung stattfindet und Leute nicht ermutigt werden, in Therapie zu gehen, sondern eher diesen Weg weiterzugehen. Und das halte ich für problematisch. Und gerade wenn es wirklich so sein sollte, dass diese Lehrer finden, dass traumatisierte Leute oder Leute mit psychischen Problemen in ihren Satzsangs nichts zu suchen haben, weil das ist für andere Leute gedacht, finde ich es seltsam, dass die Ausdrucksweise dennoch so ist, dass man daraus schließen könnte, dass der Pfad der Erkenntnis, der Non-Duality-Erkenntnis, dennoch irgendwie sinnvoller und wertvoller ist als Therapie für die scheinbare Person, die ja sowieso nicht existiert. Ich hätte zu dem Thema noch einiges mehr zu sagen und ich werde darauf auch nochmal zurückkommen, weil ich habe noch einen anderen Ausschnitt gesehen, der mir jetzt aber zu lang ist, um den hier noch mit reinzupacken. Ich werde den separat nochmal behandeln, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, auch nochmal drüber zu reden, so wie werden teilweise psychotherapeutische Verfahren verwoben mit Non-Duality-Konzepten, um am Ende so einen Brei zu ergeben, der aber letztendlich die Leute dann doch mit in dieses Glaubenssystem reinzieht. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für wann anders. Das wäre jetzt zu lang, das machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie immer, schreibt mir gerne alles, was ihr denkt, in die Kommentare. Wie immer, liked das Video gerne und abonniert mich gerne. Und wir sehen uns dann nächstes Mal mit einem anderen Thema. Bis dann. Tschüss.